Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u naší herní série na hru Zaklínač 3 divoký hon a jdeme na to. Hopla. Haha. Wenn ihr helft, Ciri vor der wilden Jagd zu beschützen, gewährt der Kaiser euch Amnestie. Ich hoffe, wir können dir trauen. Das könnt ihr. Was ist mit Fringilla? Das weiß ich nicht, aber ich frage ihn danach. Ihr habt kaum Hallo gesagt und schon plant ihr wieder etwas. Das liegt eindeutig in unserer Natur. Höre ich recht? Du hast den Kaiser überzeugt, sie zu begnadigen? Sofern sie uns helfen, Ciri zu verteidigen. Schwer zu glauben, dass der Kaiser sich auf so einen Handel einlassen würde. Wenn du es nicht glaubst, dann nicht. Das ist mir gleich. Wie war der Teil mit Fringilla? Triss hat mir erzählt, dass ihr sie nicht erreichen konntet. Vielleicht, weil sie im Verlies des Kaisers sitzt und Ketten aus dem Eritium trägt. Das hat Rita jedenfalls angedeutet. Dann hat der Kaiser vergessen, dir das zu sagen? Das gefällt mir nicht. So war das nicht abgemacht. Wenn alles vorbei ist, muss ich ein offenes Gespräch mit dem Kaiser führen. Komm, sie warten alle auf uns. Danke, dann haben wir jetzt. Kommt der Filipa? Jako, ja chápu, že můžu jít po schodech jako jinde, ale... Že až tak? No dobré. Co to NPCčka, kdo bych chtěl? Tady tě máme. Sind alle da. Du warst der Letzte. Können wir Segel setzen? Lichten wir den Anker. Damit wäre der Aufenthaltsort seiner kaiserlichen Hoheit geklärt. Skellige erobern? Er weiß doch, das sind meine Freunde. Er will dir die Inseln geben, mit Sintra und dem Rest des Kaiserreichs. Tatsächlich? Der Kaiser hilft uns beim Kampf gegen die Jagd. Und wir haben gerade Fringilla Vigo gefunden. Schnell, wir müssen den Sonnenstein finden. Danach haben wir auf Skellige wohl genug zu tun. Wir brauchen Fringilla Vigo hier. Könnt ihr mich auf Emirs Schiff teleportieren? Ausgeschlossen. Das ist besser abgeschirmt als die Schlafstätte des Kaisers. Wir könnten es natürlich mit Gewalt versuchen. Wir brauchen Fringilla gesund und munter. Meinst du, sie wissen, dass wir hier sind? Emirs Magier. Natürlich. Wenn die Angelegenheit mit Fringilla Vigo geklärt wäre, würden sie sie wohl in ein Beiboot setzen und rüberschicken. Sie ist durchaus nicht geklärt. Der Kaiser hat der Loge Sicherheit so gesagt, aber... Fringilla ist eine heiklere Angelegenheit. Sie ist seine Untergebene und offiziell zum Tode wegen Verrats verurteilt. Du wirst rausfinden müssen, was M hier mit ihr vorhat, sobald wir eine Möglichkeit gefunden haben, dich aufs kaiserliche Flaggschiff zu werfen. Ich gehe selbst auf das Schiff des Kaisers. Du willst schwimmen? Mit zwei Schwertern auf dem Rücken?
Du wirst abgeschossen wie eine Ente, bevor du weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt, sagen kannst. Keine Panik. Er schafft das schon. Versuch es nachts. Da sind deine Chancen besser. Und wenn du an Bord bist, zeig seiner Majestät diesen Brief. Übergib den Brief nur dem Kaiser. Wir sollten ihn an sein Versprechen erinnern und daran, was er davon hat. Wir wissen doch noch nicht mal, was der Sonnenstein ist. Er wurde geschaffen, damit die Bergelfen die Schiffe der Enelle herbeirufen konnten. Jetzt ist er nur noch ein Symbol für die vertane Chance, die beiden Stämme zu einen. Was? Ihr kennt tatsächlich alle die Geschichte von Gealphan und Dilian von der Weißen Flotte nicht? Bitte erzähl's uns. Ich liebe Elfenlegenden. Gealphan war ein Wissender des Erlenvolks. Er verliebte sich in eine Elfin der Enseide, Dilian. Doch sie verschmähte ihn. Geralt hat gescherzt. Zu spät. Schadet nicht, wenn ihr es wisst. Am Tag, als die Weiße Flotte Segel hissen sollte, gab Gealphan Dilian ein Geschenk. Den Sonnenstein. Er glaubte, Dilians Herz würde sich eines Tages erwärmen. Und wenn ihr Verlangen nach ihm erwachen würde, sollte sie ihn mit dem Sonnenstein zu sich rufen. Auch wenn er Welten entfernt sein sollte. Klingt vielversprechend. Hoffen wir, dass wir mehr mit dem Sonnenstein anfangen können als die Elfin. Ich wüsste lieber, ob wir den Sonnenstein verwenden können. Du? Nein. Ich? Natürlich. Mit ein klein bisschen Hilfe von den Zauberinnen. Von denen sich einige unter Deck übergeben, während andere weiterhin unerreichbar sind. Der Sonnenstein ist auf Skellige? Woher wissen wir das? Aus Legenden. Elfenlegenden. Er liegt, wo vor Jahrhunderten die Weiße Flotte gelandet ist. Also irgendwo auf irgendeiner der Inseln. Herrlich. Neusak, ich rede mit ihm. Weißt du, wo er ist? Ich frage beim Hafen. Da liegen Krachs Langschiffe vertollt. Ich bin weg. Viel Glück. Zápis od Nefer Emhyrovi. Přípravy na bitvu. Jako Rio. Vendi vidi Vigo. Na císařskou vlajkovou loď. Musím se aspoň teleportit blízko. Nevím, jak vypadalo. Aspoň něco se udu udělám. Tak, kde nám přistáli hošanci? Tady. No skvělé. No nemusím zbytečně chodit. Proč si neodpočinout? Tak já si tu můžu plovnit to někdo. To zakázat moc nemůže, no. Versinkt das Boot! Feuer! Halt! Ich will verhandeln! Ich bin ein... Verdammt! Dobrý. Jenom na dech. Dobrý.
fakt jo, úplně tajný agent CIA, tyjo. Mit der Stesti? Halt! Das ist der Hexer! Befehl des Kaisers! Wegtreten! Ah, schon zum Sonnen muss der Nabot. Hexer, welch angenehme Überraschung. Ein warmer Empfang. Danke, Eure Majestät. Vielleicht wärst du anders empfangen worden, hättest du meine Tochter mitgebracht. Wo ist sie? In Serikanien. Hat sich nach Sonne gesehnt. Ich bin weder für meinen Humor noch für meine Geduld bekannt. Du bist unverschämt, weil du glaubst, dass ich mir nicht leisten kann, dir was zu tun. Und du hast recht. Aber das ändert sich eines Tages. Dann bist du nicht mehr unverzichtbar, sondern entbehrlich. Doch genug davon, wir wollen nichts überstürzen. Was willst du? Fringilla Vigo. Ihr habt Jennifer angeblich ihre Freilassung versprochen. Wie ich sehe, seid ihr ein beschäftigter Mann. Nehmt deshalb diesen Brief. Der müsste eure Erinnerung an die Loge auffrischen. Selbst die bescheidensten Anfragen von Jennifer lesen sich wie Drohungen. Hat mir immer gefallen an ihr. Na schön, sei's drum. Wird Zeit, dass ich aufbreche. Endlich sind wir uns mal einig. Wache! Her mit Fringilla Vigo. Ihr könnt ihr die Numeritium-Fesseln abnehmen. Soweit ich weiß, muss ich euch nicht vorstellen. Lebt wohl. Fringilla, es ist lang her. Die anderen Zauberinnen sind in Ginville bei Art Skellig. Ich habe ein Boot, das wir... Ich kann keine Boote mehr sehen. Und ich hasse Teleportation. Aber wie du willst, gehen wir. Was gibt es? Dank mir nicht, Philippa. Ich rette dir gerne den Hintern. Jederzeit willkommen. Du hattest was davon. Darum hast du mich gerettet. Hast du damals wirklich Meuchelmörder auf Dijkstra angesetzt? Du glaubst dich? Erinnerst du dich nicht, dass wir einst ein Paar waren? Aus meiner Sicht wäre das schon Grund genug. Eigentlich habe ich mich schon lange gefragt, warum ihr euch getrennt und zerstritten habt. Siehst du, Geralt? Es gibt Leute, die Politik und Privatleben trennen und Leute, die das nicht tun. Welche Sorte war Dijkstra? Die langweiligere. Leb wohl. Hast du kurz Zeit? Natürlich. Als du Jen und mich auf die Malusinsel gebracht hast, was ist mit dir geschehen? Was hast du gemacht? Ich bin gereist. Durch Raum und Zeit und verschiedene Welten. Ich habe Häuser aus Glas gesehen. Ich bin am Ende der Welt mit Einhörnern gerannt. Ich habe sogar eine Weile in einem Königreich unter Wasser gelebt. Freiheit. Hat dir immer gefallen. Gefällt mir heute noch. Warum bist du dann zurückgekehrt? Es wurde mir zu viel. Ich bin fast ertrunken darin. Wenn alles möglich ist, ist das bald gar nicht mehr so verlockend. Ich sollte gehen. Gut, wir reden später. Geralt? Habt Triss und du euch gut amüsiert? Famos. Wir konnten endlich reden.
Worüber? Über alles, bis auf dich. Das Thema des Geralt von Riva ist von keinem Interesse für uns mehr. Denkst du manchmal über die Vergangenheit nach? Über deine Zeit bei der Jagd? Manchmal. Ich staune, dass wir noch leben. Eredin hinterlässt auch sonst keine Zeugen. Diesmal ja auch nicht. Ich habe das Gedächtnis verloren, als ich der Jagd entkam. Ach ja. Deine berühmte Amnesie. Du hattest keine? Nur kurz. Mein Gedächtnis ist schnell zurückgekehrt, als die Magier des Kaisers mich in den Fingern hatten. Danke, Jen. Bis dann. Vám chybí jenom jedna jediná čarodějka, Triss, ale toho to je tam. Schon gut. Was den Eisvogel angeht. Willst du darüber wirklich reden? Soll ich vielleicht Yennefer holen? Die sollte das doch nicht versäumen. Hm, nein, du hast recht. Schlechte Idee. Dobrý, nemám dojít pro Yennefer. To jsou podpůrci. Nechme to vzít. Kde ho máme? Ahoj, kráčí. Wolf, hast du gesehen? Die schwarzen Hunde in ihren mickrigen Schüsseln. Sie kläffen und hoffen, dass wir uns fürchten. Ich hab sie gesehen. Wo ist Moissac? Bei Lugus. Dem ist ein Ankret auf dem Thron ein Stachel im Arsch. Erst recht jetzt, wo er die Schwarzen gesehen hat. Der Druide redet ein Wörtchen mit diesem zurückgebliebenen Tropf. Ich werde Moissac aufsuchen. Muss mit ihm reden. Geh. Und wenn du diesen Sausack Lugos siehst, dann sag ihm... Ah, besser nicht. Der Druide macht das schon. Leb wohl. Promluv si s Michelovem. Chudáci tady v také zimě musí čekat, ještě v dešti k tomu. Tak, už jsme skoro tam, tady, tak, výborně. Děláte si ze mě srandu, děláte si ze mě. Tak pojedeme první do, pojedeme do Armbjorn. No, už to není tak moc. Koně. Jedem klapno. Co máme toho dneska stihnout hodně. Jako tohle sice ne, ale jo. Díky. Nasednout, přeskočit. Uhuhu. Ale hovno. Jo. Ježíš, jedný se mě klepnul. Jo. Panika koně? Nulová. Panika terky? Nulová. Panika Geralta? Nulová. To zvané škopnu, pojď. Hustý. So ist gut. Musím nějak vystoupit. Tam jsou, už je vidím. Ne, tak to jsou jenom stromy. Jo, tak tudy vede cesta. Ještě do konce. Wow. Nesem ti klapnu. Já mám na tebe alergii, začínám mít na tebe alergii. Skvělý. Skvěle. Někam jsme se dostali, já nevím, kde jsme. Ale máme tu vývěsku, takže už víme se, že pak kde jsme.
Kde je vývěska? Mach langsam. Podbíráme si to tady, když už tu jsem. Tak, nová značka, vývěska. Nová značka, neobjevené místo. Posvátný roh. Hej, já jsem si už myslela, že to potom uděláme, až budeme mít s sebou srdce z kamene, aby jsme pozbírali něco do Tusantu. Tam potom už budeme dělat ty vedlejší úkoly zároveň s tím, takže tam už... Je tím, že tady pořád se budu míchat furt na tom samém kole, taky. Skoda. Ich knie nicht vor einem Ankret nieder, niemals. Ist das klar? Du hilfst lieber den Schwarzen? Pfa, eher würde ich den verdammten Erscheinungen von Murhoch helfen, als Krach die Skellige regieren zu lassen. Und deine Männer, was sagen die? Folgen sie dir, wenn die Jarls dich einen Verräter nennen? Das hier ist mein Land, Druide. Hüte deine Zunge. Wie nennst du es denn, wenn nicht Verrat? Ist das dein Gebell, bevor du beißt? Sollt ihr Krach meinen Kopf bringen? Nur zu! Versucht doch, ihn zu kriegen! Auf sie! Wuhu! Vorsicht, Magie! Nahoda, co? Hoši. Skvělá spolupráce. Zabijet jsme ho zrovna nemuseli, ale... Zatím můžu dřímnout, než ten přijde. Nevím, že to mu trvá tak dlouho. Jsou 4 hodiny ráno a my tady s Michelem ve 4 hodiny ráno běžíme, to je dobrý. Jdeš, Michi? Jdeš, Michel?
Klappe, ne? Skvěle. Nun, Geralt, ich sehe, dass kein Streit in Skellige ohne dich auskommt. Gemein und unwahr, Moissac. Mir scheint, ich habe sogar einige verpasst. Krachs Abkömmling sitzt auf dem Thron. Und das ist dein Werk. Ich fürchte, du hast einen kleinen Bürgerkrieg losgetreten. Seit Ewigkeiten hatten die Skelliger im Kampf um die Krone ihr Blut vergossen. Das war dort so üblich und nur eine Frage des Ausmaßes. Doch das blutige Bankett auf Kaer Trolde war anders. Es war unehrenhaft und verräterisch und musste aufgeklärt werden. Einmal mehr Hexerarbeit. Arbeit, die in der Krönung der neuen Königin von Skellige gipfelte. Der Clan Drummond wird wohl früher angreifen als erwartet. Hat Krach dich nicht geschickt, um eine Einigung mit Lugos zu erzielen? Einigung? Nur Krach hat geglaubt, dass die jetzt noch möglich wäre. Dann habe ich dir die Tour nicht vermasselt? Diesmal nicht. Lugos Tod wird einiges ändern. Sein Vetter, der jetzt Jarl wird, ist ein schwacher Anführer und dumm dazu. Dieser Krieg beginnt bald. Und noch schneller wird er vorbei sein. Aber warum bist du nach Skellige zurückgekehrt? Hör zu, Meister. Weißt du etwas über den Sonnenstein? Der Legende nach ist er irgendwo auf Skellige. Erst die Maske von Ouroboros, jetzt der Sonnenstein. Die Monster können aufatmen, da du Schatzsucher geworden bist. Die Enseide-Elfen haben mich noch nie interessiert. Aber dieser Skalder Eivind, der könnte dir helfen. Hat mir mal was von unzugänglichen Höhlen oder Ruinen oder so erzählt. Wo finde ich ihn? Heute? Zweifellos in Arimion. Du könntest auch die Perlentaucher Erling und Matthias Fischlung fragen. Die jagen derzeit am Ostende der Bucht. Danke für deine Hilfe. Ach, eins noch, Geralt. Die Vorfahren von Matthias und Erling hätten diese Ruinen schon vor Zeiten geplündert, wenn sie nicht durch irgendeine magische Barriere geschützt wären. Nimm eine Zauberin mit. Zweifellos hast du mindestens eine dabei. Sogar eine ganze Sammlung. Ja, mögen die Götter sich unser erbarmen. Ty vole. Tak já to tady pro dnešek ukončím. Děkuji moc za každý odběr, za každý like, za každý shlednutí. Uvidíme se u další části na hru Zaklinač 3 Divoký Hon. Tak adios amigos.